Haben Sie denn einen Termin für den Herrn Steiner gehabt? Ja, also wir haben einen Termin um 16 Uhr. Ja gut, jetzt haben wir es ja 16.06 Uhr schon mittlerweile. Ich möchte Herrn Steiner reden. Sofort. Ja, ganz kleinen Moment, da schaue ich mal nach. Und da steht jetzt, dass ich hier so Feuerhydranten anmalen soll. Dann mache ich das mal. So, habe ich markiert. Dann gehe ich jetzt hier auf Weiter. Jetzt will er bestimmt, dass ich noch irgendwelche Bilder anklicke. Das ist ja hier immer so. Gucken Sie bitte auf Ihrem PayPal. Ach so, ich soll mich jetzt bei PayPal anmelden. Ja, dann melde ich mich jetzt hier mal bei PayPal an. Moment, das gebe ich jetzt hier einmal in die Tastatur ein. PayPal.de ist okay, ja? Oder soll ich nur ein anderes nehmen am Ende? Und Geld senden klicken. Dann Sie müssen diese E-Mail, was ich hier geschrieben habe, cepopay01@outlook.com kopieren, ja, und auf Ihrem PayPal einloggen, ja? Ja, das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig verstanden, weil Sie reden ziemlich schnell. Hallo, sind Sie noch dran? Ich brauche noch die E-Mail-Adresse von Ihnen, damit ich das Geld überweisen kann. Ja, ich bin hier. Anton? Y. Oh, Moment, da muss ich jetzt erstmal suchen. Ah ja, genau, da ist, jetzt kann ich mich, ach so, genau, da ist das Y, ja, genau. Herr Steiner, Sie bestätigen eigentlich gerade das, was ich gerade selber gesagt habe. Können Sie bitte mit Ihrer Mutter die gleiche Spaß machen, ja? Das haben wir schon gemacht, die hatten wir auch schon in einem letzten Video mit dran. Ach so, machen Sie Spaß mit Ihrer Mutter auch, ja? Ja, die hatten wir auch schon auf unserem Kanal hier, ja. Mein Gott. Die Mutti war schon mit dabei. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder eine ganz besonders intelligente Abzockerin. Die Abzockerin muss versucht haben, mich mehrmals telefonisch zu erreichen. Dadurch, dass meine Leitung hier natürlich im Dauerbetrieb ist und permanent überlastet ist, hat sie es eben nicht geschafft. Sie dachte sich wohl, sie ist ganz schlau und schreibt dem Herrn Steiner einfach mal eine E-Mail. Diese lese ich euch jetzt einfach mal vor. Rechtschreibfehler, alle kann ich euch natürlich nicht sagen, weil Groß- und Kleinschreibung kennt die Dame nicht, aber ich fange einfach mal an. Guten Herr Steiner, ich melde mich bei Ihnen wegen die Registrierung für den automatische Software. Ich habe versucht, Sie erreichen, leider habe ich keinen Erfolg. Dabei habt mehrmals Ihre Telefonnummer angerufen, dass Sie als Kontakt hinterlasst. Und Sie diesem Grund versuchen, ich Sie per E-Mail zu erreichen. Sagen Sie, wann und wie ich Sie telefonisch kontaktieren kann. Oder dass wir vielleicht einen Termin vereinbaren, um Ihnen Konto zu aktivieren, damit Sie anfangen zu protovieren. Protovieren, so steht's da. Naja. Sehr seriös, dachte sich der Herr Steiner, da antworten wir mal. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, der Herr Steiner hat auch gleich einen Termin gesagt, wann sie anrufen kann. Ich meine, ich habe ja hier auch permanent Leute in der Leitung. Ja, der Termin war um 16 Uhr. Dadurch, dass die Dame nicht ganz pünktlich war, konnte der Herr Steiner dann aber natürlich erstmal nicht. Das Problem an der Geschichte ist, der Herr Steiner hat einen ziemlich nervigen Assistenten, der die nette Dame nicht durchlässt, weil Herr Steiner ist schon im nächsten Termin. Ja, da ist sie erstmal drin gefangen und schafft es dann aber später irgendwann doch den Herrn Steiner zu erreichen. Ja, und dabei ist dann ganz blöd, dass der Herr Steiner es ziemlich eilig hat und ganz schön auf die Gesprächstube drückt und das Gespräch, immer und immer schneller wird. Gleichzeitig sagt der Herr Steiner aber zu der netten Tante, dass sie ein bisschen schnell redet. Das versteht sie die ganze Zeit nicht so richtig. Aber ganz zum Schluss zeigt sie denn, wie seriös ihr Unternehmen wirklich ist. Viel Spaß mit diesem Anruf. Ja? Wunderschönen guten Tag, Herr Steiner. Anna Klein spricht am Apparat von der Firma LPL Finances. Wie geht es Ihnen zu? Der Herr Steiner, ja. Der Herr Steiner, ist gerade in einem Termin. Ach so, er hat gesagt, dass ich... Haben Sie denn einen Termin für den Herrn Steiner gehabt? Ja, also wir haben einen Termin um 16 Uhr. Ja gut, jetzt haben wir es ja 16.06 Uhr schon mittlerweile. Da kann ich Sie jetzt leider nicht mehr durchstellen, denn könnten Sie das gerne nochmal, ich schaue hier gerne mal im Kalender. Nein, also wir haben per E-Mail gesprochen. Na genau, und da steht ja drin, dass Sie einen Termin um 16 Uhr haben, aber jetzt ist es ja schon mittlerweile 16.07 Uhr. Ja. Jetzt zu spät. Aber Sie sind nicht erreichbar um 16 Uhr, deswegen habe ich jetzt angerufen, das ist nicht mein Schuld, ja? Naja, Sie rufen ja zu spät an um 16 Uhr. Okay, wie kann ich Herr Steiner
kontaktieren. Ja, ich bin nicht der Herr Steiner. Um 17 Uhr wäre noch ein Termin frei. Da könnten Sie es gerne nochmal probieren. Also, das ist nicht meine Schuld, ja? Na gut, Sie rufen ja zu spät an. Also, aber Sie sind nicht erreichbar. Na doch. Sie hat mir 16 Uhr gesagt, ich habe angerufen, aber Sie sind nicht erreichbar. Also, das ist Ihre Schuld, nicht meine Schuld, ja? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie haben ja jetzt nicht pünktlich hier angerufen. Mein Gott, Herr Steiner, also... Ja, ich bin ja nicht der Herr Steiner. Okay, dann ich möchte nur 2 Minuten mit Herrn Steiner reden, bitte. Ja, es ist jetzt gerade nicht möglich. Der ist gerade schon wieder in einem Gespräch. Der Herr Steiner, der hat gerade sehr viel zu tun. Aber wie gesagt, Sie können gerne um 17 Uhr dann wieder anrufen. Er muss ein E-Mail senden gleich, ja? Ja. Sagen Sie bitte, dass er muss gleich E-Mail schreiben. Bei mir, bei Anne Klein. Ja. Warte. Na, also wenn, wie gesagt, ich kann Ihnen ja den Termin jetzt hier eintragen, dann um 17 Uhr. Tja, da hat die kleine Anna wohl kein Interesse gehabt, mehr weiterzusprechen. Aber die Anna Klein, die Kleine, hat dann hier auch nochmal was geschrieben. Und zwar, Herr Steiner, ich habe 16 Uhr angerufen. Sie war nicht am erreichbar. Am habe ich jetzt angerufen, D, und sage, das Zuspat ist, das ist unglaublich und unseriös, was jetzt passiert. Meine freundlichen Grüßen, Senior Account Managerin Anna Klein. Okay, naja, Pippi hat sich aber auf jeden Fall nochmal gemeldet. Ich möchte Herr Steiner reden. Sofort. Ja, ganz kleinen Moment, da schaue ich mal nach. Nee, der Herr Steiner, der ist gerade noch in einem Telefonat. Da kann ich jetzt leider nicht direkt durchstellen. Wie lange dauert das? Also geplant ist das Ganze hier bis 16.55 Uhr. Also ich könnte Ihnen um 17 Uhr einen Termin anbieten. Okay. Ja, also soll ich Sie um 17 Uhr eintragen? Ich rufe pünktlich 17 Uhr. 17 Uhr. Auf welchen Namen darf ich das eintragen? Anna Klein. Anna Klein, okay. Dann registriere ich das hier. Alles klar. Ciao. Tschüss. Tja, nun hat kleine Pippi verstanden, dass er einen Termin braucht, um beim Herrn Steiner dranzukommen. Und kleine Pippi war wieder ein bisschen ungeduldig und hat dann um 16.45 Uhr nochmal angerufen. Ja, aber da ging dann keiner dran, weil ja momentan war dann auch der Sekretär in der Mittagspause. Ja, aber der Herr Kleiner, der war dann natürlich später um 17 Uhr erreichbar. Da hat sie dann auch tatsächlich nochmal pünktlich bei mir angerufen. Also mit sofort ist wohl leider nichts geworden, den Herrn Steiner sofort ans Telefon zu bekommen. Aber hat ja dann doch noch geklappt. Hallo, wunderschönen guten Tag, Herr Steiner. Anna Klein spricht am Apparat von der Firma LPL Finance. Ja. Ja, wie geht es Ihnen? Ja, mir geht's ganz gut. Und Ihnen? Danke, sehr gut. Also, Herr Steiner, Sie sind in unserem Bewerbungsplattform angemeldet. Sie haben Interesse geäußert mit Bitcoin-Handeln, ja? Ja, ganz genau. Da kann man ja mit reich werden. Deswegen habe ich angerufen, ich bin Ihre Kontoberaterin und ich helfe Ihnen, Ihre Konto zu aktivieren, ja? Ja, okay, das ist prima, ja. Okay, womit möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Nutzen Sie dafür PayPal, Onlinebank oder Kreditkarte? Ja, meistens bezahle ich mit PayPal, da gibt es ja diesen Käuferschutz. Okay, dann ich sende jetzt hier Gerold auf Ihrem E-Mail-Adresse einen Link. Ja, womit können Sie mit PayPal Ihre Konto aktivieren, ja? Das ist prima. Okay, warten Sie bitte nicht auflegen. Ja, ich habe mich gerade schon probiert, bei Ihnen auf der Seite einzuloggen. Ich habe mich auf das Gespräch vorbereitet. Aber da geht mein Passwort irgendwie nicht. Also ich habe mir da jetzt ein neues Passwort zugeschickt, aber das ist dann auch noch nicht angekommen. Nein, also, jetzt schauen Sie. Ich mache für Sie ein Testpasswort jetzt gleich. Sie möchten alles auf Deutsch haben, ja? Ja, na klar. Okay, warten Sie bitte ganz kurz.
Also, sobald Sie auf unsere Webseite einloggen, ja, Sie brauchen dort Ihre E-Mail-Adresse zu schreiben, ja? Ja, genau, die E-Mail-Adresse, die weiß ich, die habe ich hier schon, ja. Ja? Hm. Was das ist? Also ich habe Hallo gesendet, ja, und die eine E-Mail-Adresse, womit können Sie mit PayPal Ihre Konto aktivieren, ja? Also, als Passwort, Sie müssen schreiben 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja? Das ist Ihr Testpasswort, ja, womit können Sie auf Ihrem Handelskonto einloggen und danach Sie müssen dieses Passwort ändern, ja? Ja, also ja. Muss ich jetzt das Passwort eingeben, was Sie mir gesagt haben? Ja, 1 ja, okay. bis 6. Mhm. Also, ja, also Sie sind 6. ltlfinances.eu eingeloggt. Ja, ja, also da auf der Seite bin ich schon. Jetzt muss ich mich ja hier anmelden. Dann mache ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort. So, dann muss ich hier noch mit dem Roboter das bestätigen. Da kommt jetzt hier so ein komischer Kreisel und da steht jetzt, dass ich hier so Feuerhydranten anmalen soll. Dann mache ich das mal. So, habe ich markiert, dann gehe ich jetzt hier auf Weiter. Jetzt will er bestimmt, dass ich noch irgendwelche Bilder anklicke. Das ist ja hier immer so. Ja, heute habe ich mir mal gedacht, die netten Tanten am Telefon und Onkels sind ja immer ganz, ganz gut und vorne dabei im Scheißelabern. Ja, und habe ich mir mal als Vorbild genommen und einfach lauter wirres Zeug und ganz viel und lauter Blabla erzählt. So, Bricklist, das sind ja, glaube ich, Fahrräder, das habe ich auch. Nee, das, da muss ich jetzt noch Feuerhydranten anklicken. Mache ich jetzt auch mal eben noch schnell. So, habe ich jetzt auch die Feuerhydranten und jetzt kann ich ja auf Verify drücken. Nee, jetzt will er nochmal Feuerhydranten, dann klicke ich jetzt hier nochmal Feuerhydranten an. Da ist noch ein gelber und da ist noch ein roter und das war's. Dann kann ich jetzt wieder auf Verify drücken und jetzt hat er da einen Haken drin. Jetzt kann ich auf Anmeldung gehen. Jetzt lädt hier was, jetzt kommt da so ein blaues Logo und im Hintergrund ist so ein gelbes Ding, was die ganze Zeit so umher wackelt. Ja, also jetzt schauen Sie. Sobald Sie mit Ihrem PayPal Ihr Konto aktivieren, ja, also wo Sie... Ja, jetzt bin ich hier auf so einer dunklen Seite eingeloggt. Da ist oben so blaue Schrift drin und der Hintergrund ist so dunkel. Und oben in der Ecke steht was in grün, da steht Gerold Steiner und dann ist so ein gelbes G daneben. 00. Und darunter steht dann 0.00 und USDT. Ja, kann man die Seite hier auch irgendwo auf Deutsch umstellen oder geht das jetzt hier, wenn man eingeloggt ist, nicht mehr? Das ist auf Deutsch alles, ja? Und sobald mal. Ah ja, genau, doch, also, das ist ja alles auf Deutsch. Ja. Weil da oben steht ja noch US-Dollar, deswegen dachte ich, ist das noch in irgendeiner anderen Sprache eingestellt. Nein, kann man das hier auf Euro umstellen? Nein, also jetzt schauen Sie, Sie bekommen Ihre Profite auf Euro, aber dort ist alles mit US-Dollar geschrieben. Ach so, also muss ich bei Ihnen dann das alles immer in US-Dollar einzahlen und kriegt es dann in Euro ausgezahlt. So ist das richtig, oder wie? Ja, also Sie zahlen als Euro und Sie bekommen Ihre Profite auch als Euro. Aber auf Ihrem Plattform, alles sind auf US-Dollar geschrieben. Ja? Ja, genau, dann ist das ja so, wie ich Ihnen das gerade auch gesagt habe. Dass ich das hier, wenn ich das einzahle, muss ich das in US-Dollar einzahlen und dann kriege ich das in Euro wieder raus. Ja. Ja, genau, dann habe ich das richtig verstanden. Okay. Mhm. Ja, gut, okay. Super. Jetzt also, wenn Sie mit Ihrem Konto, mit Ihrem PayPal aktivieren möchten, ja, Sie brauchen jetzt auf Ihrem PayPal-Konto einloggen, ja, und Geld senden klicken. Dann Sie müssen diese E-Mail, was ich hier geschrieben, sepopay01@outlook.com kopieren, ja, und auf Ihrem PayPal einloggen, ja. Ja, das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig verstanden, weil Sie reden ziemlich schnell. Okay, jetzt loggen Sie bitte auf Ihrem PayPal. Ach so, ich soll mich jetzt bei PayPal anmelden. Ja, dann melde ich mich jetzt hier mal bei PayPal an. Moment, das gebe ich jetzt hier einmal in die Tastatur ein. PayPal.de ist okay, ja? Oder soll ich noch ein anderes nehmen am Ende? PayPal.de oder .net oder was soll ich denn da eingeben? PayPal.com. Ja, bei PayPal.com, ja? Dann tippe ich das da ein und dann... Ja genau, jetzt muss ich hier meine E-Mail-Adresse und mein Passwort eingeben. Das ist hier schon gespeichert, da klicke ich denn jetzt hier einmal drauf. So, jetzt bin ich da auch eingeloggt bei dem PayPal. Und was muss ich jetzt da bei PayPal genau eingeben? Ja, jetzt, Sie müssen Geld senden klicken. Geld senden? Hm? Ja,
Ja, und wohin soll ich das Geld dann senden? Klicken Sie Geld senden und dort steht mit E-Mail senden. Ja? Dort müssen Sie diese E-Mail, was Sie geschrieben haben, dort eingeben. Diese sepopay01@outlook.com. Und das haben Sie mir dann per E-Mail geschrieben, die E-Mail-Adresse, die ich dann da bei PayPal eingeben soll, um das mit Dings zu bestätigen? Ja. Ach so, okay, also, dann habe ich, ja. sepopay01@outlook.com. Ja, warten Sie, dann muss ich da gerade mal noch mein Telekommunikationsendgerät suchen, weil das habe ich irgendwie gerade verlegt, weil ich muss das ja dann da bestätigen, die Transaktion, dass Sie das Geld da auch bekommen, was ich dann da einzahle bei Ihnen. Ach so, Sie bekommen alles. Also wenn Sie mit PayPal einzahlen, Sie bekommen ein SMS auf Ihrem Handy, womit Sie bestätigen müssen, ja? Ja, genau, und das Telekommunikationsendgerät, das suche ich ja jetzt gerade. Das habe ich irgendwie gerade verlegt, deswegen bin ich jetzt hier am Suchen. Ich weiß nicht, wo ich das hingepackt habe. Ja? Schalten Sie bitte Ihre Handy Lautsprecher. Ich kann ja das Handy nicht auf Lautsprecher stellen, weil ich habe ja das Handy irgendwie gerade verlegt. Das suche ich ja jetzt hier gerade, das Telefon. Okay, dann machen wir mit PayPal und so. Ah ja, warten Sie, jetzt habe ich hier mein Telefon gefunden. Dann kann ich das da auch aufmachen. Moment. Ich starte eben mein Telekommunikationsendgerät und öffne dann einmal die PayPal-App. So, jetzt bin ich auch wieder am Arbeitsplatz. Kleinen Moment, ich nehme kurz Platz auf meinem Stühlchen. So, jetzt muss ich hier auf dem Computer auf Authentifizierung erforderlich draufklicken. Im Rahmen der überarbeiteten Blablabla-Zahlungsrichtlinien, da drücke ich jetzt auf Weiter und dann kommt da, glaube ich, was in der App. Genau, da habe ich auch schon die Nachricht von dem PayPal bekommen. Das dauert jetzt ja alles einen kleinen Moment. Kein Problem, ich warte. Okay. Welche Paket möchten Sie nehmen? Mit Silberpaket, Plattenpaket oder mit goldenem Paket? Ja, wenn dann gleich volle Lotte reinhauen, also dann nehmen wir gleich das Beste da. Bitte? Wenn dann da gleich volle Lotte reinhauen, dann nehmen wir gleich das Beste da. Also, ich glaube, dass das goldene Paket ist für Anfänger sehr gut, ja? Also, aber das heißt, Sie müssen 500 Euro investieren, ja? Ja, das ist ja ein Klacks. Was wäre denn das andere Paket dazwischen? Wie viel muss man denn da einzahlen? Jetzt schauen Sie, die Silberpaket, das kostet 250 Euro. Ja, Sie, was gibt es denn noch für ein Paket? 100 Euro als Bonus, dann kommt die goldene Paket, das kostet 500 Euro. Sie bekommen 200 Euro Bonus, natürlich, also wenn Sie mehr Geld investieren, Sie können mehr Profite machen. Und die letzte haben wir Platinpaket, das kostet 1000 Euro. Und Sie bekommen 500 Euro als Bonus und Sie werden gleich unsere VIP-Kunde. Ja, okay, das hört sich ja schon mal viel, viel besser an. Also, weil ich möchte ja nicht unbedingt so ein Paket nehmen, was alle anderen Leute auch haben. Haben Sie denn da noch ein besseres Paket im Angebot, als das, was Sie mir jetzt genannt haben? Welche bitte noch einmal? Ja, ich möchte ja gerne das möglichst beste Paket haben, was Sie bei sich auf der Plattform haben, damit ich dann da gleich ein bisschen Gewinn machen kann, weil ich möchte ja da nicht so wenig einzahlen, weil das Ganze soll sich ja auch lohnen. Wie gesagt, ich möchte ja hier volle Lotte reinhauen. Okay, jetzt schauen Sie, Herr Steiner, dann machen wir so. Also beginnen wir mit goldenem Paket mit 500 Euro, ja? Ja, nee, wie gesagt, ich möchte ja gerne ein Paket, was nicht jeder hat. Also gleich ein größeres Paket. Also das Beste, was Sie haben, nehme ich gerne. Also, jeder hat Silberpaket. Ja, ist das, ja, aber das ist ja dann schon noch schlechter. Ich sagte ja, ich möchte ja gerne volle Leute reinhauen, also ein besseres Paket haben. Okay, dann wie Sie es wünschen. Entscheiden Sie selber. Möchten Sie 250 Euro investieren, 500 oder 1000 Euro, ja? Ja, kann man da bei Ihnen auch mehr reinstecken? Ja, natürlich. Danach, Sie können nach den Aktivationen, Sie können mehr einzahlen. Aber zurzeit, Sie brauchen mindestens 250 Euro investieren. Tja, ich würde sagen, wir haben die Intelligenzbestie vollkommen ausgenockt. Sie versteht eigentlich gar nicht, was ich von ihr will. Und ich will eigentlich nur ordentlich mein Geld da reinbuttern in das tolle Unternehmen. Naja. Im Grunde genommen habe ich ja hier nichts anderes gemacht, als mich an deren Niveau einfach mal anzupassen. Aber scheint ja irgendwie nicht zu funktionieren. Versteht mich ja immer noch keiner. Ja, aber gibt es denn da nicht noch Pakete, wo ich gleich am besser mit anfangen kann von Anfang an? Weil ich möchte ja nicht so anfangen wie alle anderen, weil dann bin ich ja gleich wie alle anderen und ich hätte ja gerne ein bisschen ein besseres Paket als die anderen. Okay, dann werden Sie mit Platinpaket nehmen, ja? Nehmen Sie Platinpaket, das kostet 1000 Euro. Ja gut, wenn Sie sagen, das ist das beste Paket, dann nehme ich das Paket natürlich, ganz klar. Ja, das ist ganz bessere Paket. Herr Steiner, wie weit sind Sie? Wie meinen Sie diese Frage? Die habe ich nicht ganz korrekt verstanden.
Ja, ich verstehe das ganz gut. Ja, nehmen Sie Platinpacke, das ist die bessere Pakete. Somit können Sie mehr Profite machen und außerdem, Sie sind unsere VIP-Kunde, ja? Das bedeutet, Sie haben besonderes Bonusangebote, Sie haben Ihre privaten Expert, ja? Und wenn Sie etwas Fragen haben, Sie können mit dieser Person kontaktieren und so weiter, ja? Herr Steiner. Hm. Ja. Also, wenn Sie auf Ihrem PayPal-Konto einloggen, sagen Sie mir bitte Bescheid, ja? Ja, ich bin bei PayPal auf der Startseite hier angemeldet. Ich sehe jetzt hier mehrere Buttons und die sind alle blau. Okay. Jetzt haben Sie diese E-Mail, was ich geschrieben habe, eingegeben. Ach so, nee, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Da muss ich mein E-Mail-Postfach mal eben nochmal aufmachen. Kleinen Moment bitte. Mhm. Also die letzte E-Mail, die ich jetzt hier erhalten habe, ist, wie viele Hörgeräte haben Sie denn schon ausprobiert? Ist das die richtige E-Mail von Ihnen? Also, ja, von Anna Klein, Sie haben eine E-Mail. Als Überschrift steht hier, wie viele Hörgeräte haben Sie bereits schon ausprobiert? Was meinen Sie bitte? Ich weiß ja nicht. Die Überschrift von der E-Mail, der betrifft, da steht, wie viele Hörgeräte haben Sie bereits schon ausprobiert? Ja, also wir haben vielmal geschrieben, diese E-Mail, ja? Also, okay, jetzt schauen Sie, Herr Steiner, ich buchstabiere die E-Mail-Adresse, was Sie auf PayPal schreiben müssen, ja? Ja, okay, dann gehe ich wieder rüber auf die PayPal-Seite. Wo muss ich denn da jetzt als nächstes draufklicken? Klicken Sie bitte Geld senden. Ja genau, da habe ich jetzt drauf gedrückt. Jetzt öffnet sich hier die Seite mit dem Geld senden. Und dort, Sie müssen diese E-Mail schreiben. Schreiben Sie bitte die Großbuchstaben. Irgendwie kann ich Sie jetzt nicht mehr so richtig verstehen. Sie sind ganz dumpf auf einmal am Telefon. Also die Soundqualität hat sich hier sehr, sehr verschlechtert. Jetzt verstehen Sie besser? Jetzt verstehe ich Sie wieder exzellent. Vielen, vielen lieben Dank. Super. Also, sobald Sie Geld senden klicken, wählen Sie senden mit E-Mail-Adresse und schreiben Sie dort die große Buchstabe S. Einen kleinen Moment bitte. Ich drücke einmal auf den Buchstaben S. Und der nächste Buchstabe bitte. E wie Emil. Ein E wie Emil. Haben Sie geschrieben? Ja, den Buchstaben habe ich gerade gedrückt auf meiner Tastatur. Das habe ich jetzt leider akustisch leider nicht verstanden. C wie Cäsar. Ah ja, ein C wie Zeppelin. Ja. Ja. Diesen Knopf habe ich auch soeben auf meiner Tastatur betätigt. Hallo, sind Sie noch dran? Ich brauche noch die E-Mail-Adresse von Ihnen, damit ich das Geld überweisen kann. Ja, ich bin hier. Schauen Sie. Sie haben S wie Siegfried geschrieben, E wie Emil, C wie Cäsar, dann kommt U wie Ulrich. Ja, einen kleinen Moment, ich drücke eben die Taste. Habe ich gemacht, ja? R wie Rudolf. Ja, ich drücke auch diese Taste. E wie Emil. Ja, ich drücke hier auch noch ein E. Das hatten wir ja schon mal in dieser schönen E-Mail-Adresse. Groß geschrieben, P wie Paula. Ein P, ja. Dann kommt die kleine Buchstabe A wie Anton. Ja, A wie Anton. Mhm. Y. Oh, Moment, da muss ich jetzt erstmal suchen. Ah, ja, genau, da, jetzt kann ich mich nicht, ach so, genau, da ist das Y, ja, genau. Die Zahl 0. Ja, da muss ich ganz kurz ans andere ändern meiner Tastatur. Kleinen Moment. So. Okay. Habe ich auch gedrückt, ja. Dann kommt die Zahl 1. Ja, Moment, da ist die 1, habe ich auch betätigt. Mhm. Und nun? Das ist ja noch keine ganze vollständige E-Mail-Adresse. So kann ich Ihnen das Geld noch nicht überweisen. Ja, jetzt, okay. Jetzt schreiben Sie et, Symbol des E-Mail-Adresse. Also soll ich jetzt die Buchstaben AT machen oder was meinen Sie? Nein, et. Also et-Zeichen. Ein Ex-Zeichen? Ja. Was ist das? Ad-Zeichen, Symbol des E-Mail-Adresse. Ach so, Sie meinen das A mit dem Bommel ringsrum. Ja. Ja, genau, da muss ich hier einmal die Alt-QR-Taste, kleinen Moment, da muss ich mich über die ganze Tastatur mit dem anderen Finger verrenken. Jetzt habe ich das Ad-Zeichen damit drin, ja? Und dann danach? Dann kommt O wie Otto. Ja, ich habe das O betätigt. U wie Ulrich. Genau, da ist das U, das habe ich jetzt auch gedrückt. T wie Theodor. T wie Theodor Fall, meinen Sie? Ja. Ja, okay, dann drücke ich das T wie Theodor Fall. L wie Ludwig. Ein L, ja, habe ich auch gedrückt. O wie Otto. Und ein O auf der Tastatur, ja.
Nochmal O wie Otto. Oh, 2 O. Mensch, das ist aber eine lange Adresse. Ja, weiter. Dann kommt K wie Kaufmann. Ein K wie Kaufmann, okay. Punktzeichen. Ein Punktzeichen. Das habe ich schon alleine gesehen. Cäsar Otto Martha. Also C-O-M. Und dann was nochmal haben Sie geschrieben? Jetzt was ich, haben Sie geschrieben? Lesen Sie mir bitte vor. Jetzt habe ich hier securepay10@outlook.com stehen. SecurePay 01 müssen Sie schreiben. Ja, genau. Das habe ich hier. Okay, jetzt klicken Sie weiter. Okay, das mache ich. Und jetzt schreiben Sie 500. Da wollten wir nicht mehr einzahlen. 500 schreiben Sie dort. Ja, aber wollten wir nicht mehr Geld einzahlen? Ja, danach können Sie mehr Geld einzahlen. Zuerst Sie zahlen 500 Euro. Sie werden unsere VIP-Kunde, ja, und bekommen 200 Euro als Bonus, ja? Ja. Ich habe für Sie diesen Platz reserviert. Jetzt steht hier bei mir auf der PayPal-Webseite, Empfänger erhält 411,28 GBP. Sobald Sie 500 Euro schreiben, klicken Sie weiter und sagen Sie mir bitte, was sehen Sie danach. Steht dann Geld senden, oder? Ich gucke gerade noch. Okay. Haben Sie weitergeklickt? Ja, ich habe jetzt weitergerückt, ja. Okay, und haben Sie Betrag geschrieben, 500? Ja, genau, ich habe hier geschrieben 5000. Ja. Genau. Dann haben Sie noch weiter geklickt, ja? Ja, genau, habe ich gedrückt, ja. Und jetzt, Sie müssen das Geld senden oder diese Zahlung senden. Klicken Sie senden und sagen Sie mir bitte Bescheid, ja? Ja, ich muss mir das Ganze hier nochmal ganz genau angucken. Ja, genau, da habe ich jetzt drauf gedrückt, jetzt ist das, glaube ich, rausgeschickt. Mich wundert das ja ehrlich gesagt, dass die das über die Zahlungsmethode PayPal machen, weil bei PayPal hat man ja eigentlich diesen Käuferschutz, dass man eben bis zu 500 Euro auch wieder zurückbekommt, wenn man da seine Ware nicht erhalten hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier in dem Fall ist mit Investitionen, ob das Geld denn da weg ist bei PayPal, ich weiß es nicht, es ist ja auch eine Auslandsüberweisung, vielleicht greift da dieser PayPal-Käuferschutz erst gar nicht, das kann ich euch jetzt nicht so genau sagen, habe ich jetzt auf die Schnelle auch nichts zu gefunden. Haben Sie Senden geklickt? Ja, natürlich, habe ich das gedrückt, ja. Auf Ihrem Bildschirm? Jetzt ist hier so eine komische Bommel auf meinem Bildschirm, die sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Bitte? Hier ist so eine komische Bommel auf meinem Bildschirm, die sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Warten Sie bitte ganz kurz. Ja, natürlich, ich nehme mir jederzeit, die Sie gerne brauchen. Wenn Sie das Ganze noch nicht so schnell können, ist das nicht so schlimm. Jeder fängt ja mal klein an. Können Sie einen Screenshot machen und die gleiche E-Mail-Adresse zurücksenden? Wen soll ich erschießen? Bitte? Wen soll ich erschießen? Bei mir. a.klein@ltlfinances.eu. Ja, aber Sie haben doch gesagt, ich soll einen Shot machen. Von wen soll ich denn shotten? Herr Steiner, Sie haben gar nichts gemacht. Machen Sie es Spaß oder was machen Sie gerade? Mensch, das fällt ihr aber ziemlich schnell auf. Naja, die schnellste ist sie nicht und eine Blitzbirne scheinbar auch nicht. Das Einzige, was ich mache, ist Zeit von Betrügern stehlen. Ach so, echt? Ja, und ihr seid nichts anderes als Betrüger. Wissen Sie, also ich habe jetzt sehr viel Geld gemacht. Aber Sie haben Ihre Zeit verschwinden, ja? Sind Sie so Arschloch, ja? Oh, jetzt holen Sie die Seriositätskeule raus. Jedes Unternehmen würde natürlich so mit dem Kunden sprechen. Herr Steiner, Sie bestätigen eigentlich gerade das, was ich gerade selber gesagt habe. Können Sie bitte mit Ihrer Mutter die gleiche Spaß machen, ja? Das haben wir schon gemacht, die hatten wir auch schon in einem letzten Video mit dran. Ach so, machen Sie Spaß mit Ihrer Mutter auch, ja? Ja, die hatten wir auch schon auf unserem Kanal hier, ja? Mein Gott! Die Mutti war schon mit dabei. Okay, tschüssi, Herr Arschloch. Mensch, so seriös. Ja, ich würde sagen, das Ding haben wir wieder eingelocht. Und sie hat natürlich wieder selbst bewiesen, wie seriös sie ist. Denn wäre das jetzt ja ein seriöses Unternehmen, dann
hätte sie sich auf so ein Niveau zum Schluss nicht runtergelassen. Erst meinen, dass die anderen unseriös sind und dann selber die ganze Zeit ja unseriös arbeiten, ich weiß ja nicht. Tja, so kann es eben auch gehen. Also, keine Ahnung, wie sie dachte, dass sie bei mir überhaupt Geld bekommt. Ich meine, ein intelligenter Mensch hätte, glaube ich, hier ganz am Anfang schon mitbekommen, was ja eigentlich in diesem ganzen Gespräch passiert. Aber gut. Naja, wir sind ja nichts anderes gewohnt von den Abzockern. Ich hoffe, euch hat dieses kleine andere Video auch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt gerne meinen Kanal. Dann gibt's immer wieder die neuesten Infos, wenn ich ein neues Video hochlade. Die Glocke kannst du natürlich auch drücken, dann gibt's die Infos sogar per Push-Nachricht aufs Handy oder per E-Mail. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen, wenn du möchtest. Hier findest du noch ein paar andere Videos von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.